Morgen wird in Wuppertal-Elberfeld DB7 gesperrt. Es werden dadurch Engpässe und Staus erwartet. Mit dem Fahrrad kann man in vielen Fällen am Stau vorbeifahren. Wir zeigen, wie es geht. Morgen wird es ernst und damit willkommen zurück bei talradler.de. In den frühen Morgenstunden wird morgen der Deppersberg vom ehemaligen Busbahnhof bis zur Ohligsmühle gesperrt. Wir haben in den ersten zwei Teilen ja den Weg nach Elberfeld vorgestellt. Heute schauen wir mal, wie wir innerhalb der Stadt vorankommen. Dazu habe ich mal zwei Wege rausgesucht. Der erste Weg wird ab Montag zur Verfügung stehen. Wir starten am Kippdorf, dann überqueren wir die Morianstraße und fahren die Straße Kippdorf weiter. Dann queren wir die Alte Freiheit und fahren durch die Kirchstraße. Dann geht es über den Wall und weiter durch die Straße Mäuerchen. Der Weg führt zum größten Teil durch die Fußgängerzone. Für Radfahrende bedeutet dies, hier im Schritttempo zu fahren. Die zweite Strecke führt über den Hofkamm. Auch hier queren wir die Morianstraße, allerdings an einer anderen Stelle. Dann fahren wir auf der Neumarktstraße weiter. Wir biegen dann ab, an der zweiten Möglichkeit rechts, und fahren die Friedrichstraße hinauf. An der nächsten Kreuzung biegen wir links auf den Willy-Brandt-Platz ein. An der Rathausgalerie geht es erstmal weiter in Richtung Kleine Klotzbahn und dann in die Luisenstraße. Der Bereich zwischen der Friedrichstraße und der Kleinen Klotzbahn ist ebenfalls eine freigegebene Fußgängerzone. Also gilt auch hier Schrittfahren. Ja, und das war's auch schon mit der Reihe zur Deppersbergsperrung. Ich hoffe, die Videos haben euch gefallen und vielleicht konnte ich ja den einen oder die andere auch dazu bewegen, aufs Fahrrad umzusteigen. Schreibt mir doch eure Erfahrungen in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Ein großer Dank geht von mir übrigens auch an alle Beteiligten, besonders an die Testfahrer, die sich beim Routenabfahren von mir haben filmen lassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal hier auf talradler.de. Wir sehen uns. Thank you.